West. Foot 77. Ready. In. Hut. Im Rahmen unserer Serie Leadership im Sport haben wir die Saarland Hurricanes besucht und dort das Training des German Football League Teams begleitet. Vor Ort haben wir hier mit dem sportlichen Leiter Felix Motzki, der in der Offseason für das Training verantwortlich ist, so mit dem Offensive Captain Alexander Haupert über ihre langfristigen Ziele und den Führungsstil gesprochen, sowie Fragebögen zu diesen Themen an die Mannschaft ausgeteilt. Wir wollten wissen, was die langfristigen Ziele von Trainer, Kapitän und Mannschaft sind. Das ist mein persönliches Ziel, sportlich mit der Mannschaft früher oder später unter den Top 4 bis 5 Teams in Deutschland zu etablieren. Ja, das Team weiter nach vorne bringen als die vergangene Saison, unter den ersten 4 bleiben, uns dort in der Tabellenspitze etablieren, eventuell mal die Südmeisterschaft nach Hause nehmen, darauf wieder die Playoffs aufbauen und eventuell mal einen deutschen Meister darauf aufbauen. Die Mannschaft nennt als langfristiges Ziel, erfolgreich auf hohem Niveau zu spielen. Dabei kann die Mannschaft über die Südwestmeisterschaft in die Playoffs gelangen und sich dort für den German Bowl qualifizieren. Auch nach den persönlichen langfristigen Zielen von Trainer, Kapitän und Mannschaft haben wir gefragt. Für mich persönlich im Sportlichen geht es vor allem darum, so viel wie möglich von den erfahrenen Trainern zu lernen und mein eigenes Footballwissen halt immer weiter zu verbessern und zu verfestigen. Die eben genannten Ziele zählen dort auch dazu. Des Weiteren möchte ich auch sehr gerne wieder Nationalmannschaft spielen. Als persönliches Ziel nennen alle Spieler, erfolgreicher und besser zu werden. Konkret kann das heißen, eine Startposition im Team zu erlangen, in der Nationalmannschaft zu spielen oder zum NFL-Player zu werden. Auch die Gesundheit und der Spaß am Sport sollen aber nicht zu kurz kommen. Felix Motzki hat uns erklärt, was seiner Meinung nach die drei größten Verpflichtungen eines Trainers gegenüber seiner Spieler sind. Also ich denke, als Trainer ist es am wichtigsten, dass man immer perfekt vorbereitet ist, dass man den Spielern immer optimale Trainingsbedingungen bieten kann, um sie besser zu machen und insgesamt gegenüber der Mannschaft, alle Spieler, dass man eine Mannschaft zusammenstellt, eben die auch wirklich wettbewerbsfähig ist in der Bundesliga und mit den besten Teams mitspielen kann. Was einen Captain vom Rest der Mannschaft unterscheidet, hat uns der Offensive Captain Alexander Haupert erklärt. Ich denke, der größte Unterschied ist, dass ich schon ziemlich lange Football spiele. Das sind jetzt mittlerweile schon, ich glaube, 14 Jahre. Kenne dadurch die meisten der Spieler halt schon seit ich klein bin. Und das ist, denke ich, viel wert. Und ich kenne den Teamgeist, den Spirit, wie es hier so abläuft und die Coaches. Und das hat sich gut eingebunden. Ehrgeiz, das ist halt ziemlich wichtig. Die Mannschaft beschreibt den Captain als die erweiterte Hand des Coaches mit Führungsqualität, Verantwortungsbewusstsein und Vorbildfunktion. Weiterhin haben wir sowohl Felix Motzki als auch Alexander Haupert darum gebeten, eine Reihe von Faktoren hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für den Mannschaftserfolg zu ordnen. Dabei steht für Felix Motzki das Vertrauen, das die Spieler ihrem Trainer entgegenbringen, an erster Stelle. Offensive Captain Alexander sieht die Disziplin der Spieler als wichtigsten Erfolgsfaktor. An zweiter Stelle steht für den Trainer die individuelle Leistungsfähigkeit seiner Spieler. Der Captain nennt hier die Autorität des Trainers. Auf dem dritten Platz steht die Taktik, dem Vertrauen der Spieler an den Trainer gegenüber. Im mittleren Feld folgen die Erfolgsfaktoren Fitness, Teamgeist und Motivation. Es herrscht hohe Übereinstimmung zwischen Coach und Captain. Das Pampern einzelner Teammitglieder sehen beide eher im unteren Feld. Bezüglich der Wichtigkeit der Erfolgsfaktoren Disziplin, Trainerautorität, Taktik und Leistungsfähigkeit herrschen zwischen Coach und Captain unterschiedliche Auffassungen. Beide sind sich aber einig, dass das Vertrauen der Spieler in den Coach einer der wichtigsten Faktoren für den Mannschaftserfolg ist.
Abschließend wollten wir mehr über den Führungsstil beim Football erfahren. Der Coach gibt an, dass er in der Vorbereitungsphase auf ein größtmögliches Ausmaß an Aufgabenorientierung setzt, die Beziehungsorientierung aber ebenfalls auf einem hohen Niveau hält. Am Wettkampftag sind sowohl Aufgaben als auch Beziehungsorientierung hoch ausgeprägt. In der Nachbereitung werden beide Ausprägungen eher gering gehalten. Der Offensive Captain beschreibt den Führungsstil des Trainers als in hohem Maße aufgaben- und beziehungsorientiert. Die Mannschaft stimmt Offensive Captain Alexander Haupert in dieser Einschätzung zu. Insgesamt sehen sowohl der Trainer selbst als auch der Captain und die Mannschaft den Führungsstil des Trainers im Bereich des Teammanagers. Lediglich in der Nachbereitungsphase ist der Führungsstil im Bereich Minimalist einzuordnen. Generell betonen aber sowohl Felix Motzki als auch Alexander Haupert, dass der Führungsstil sehr stark von der jeweiligen Situation abhängt. Das kann man, glaube ich, nicht so pauschalisieren. Also es ist ja so eine riesige Gruppe, so ein Footballteam, und da muss man eigentlich schon auf jeden auch individuell irgendwie eingehen können. Es kommt immer darauf an, wie sie drauf sind, wie das Team drauf ist, und dementsprechend wird dann entweder etwas sanfter zugegangen, wie heute bei dem schlechten Wetter, oder dann halt auch mal etwas rauer, wenn halt der Coach dann tausend Sachen oder die gleichen Sachen immer tausendmal erklären muss. Okay. Offense on me, offense on three, one, two, three! Offense! Hey, wer hat den ersten Schneemann gefordert?